Nachholspiel vom 7. Spieltag in der 3. Liga, SC Freiburg gegen Braunschweig. Die Breisgauer könnten mit einem Sieg an den Norddeutschen vorbeiziehen. Die Eintracht wäre mit 3 Punkten mindestens Siebter in der Tabelle. Freiburg rotiert 4-mal. Uphoff, Taurianen, Risch und Kehl stehen in der Startelf. Bei Braunschweig gibt es 2 Wechsel. Schlüter und Konsbruch ersetzen Kiewski und Peña Zauner. 3. Minute. Freiburg startet mit einem kleinen Fauxpas. Sandrino, Braun, Schumacher. Erste Schrecksekunde für Uphoff, der heute beim Sportclub zwischen den Pfosten steht. Sehr verhaltene Anfangsphase. Beide Teams bemüht um Spielkontrolle. Ballgewinn Kehl und Lars Kehl probiert's mal aus der Distanz. 8 Minuten gespielt. Das sollte die beste Offensivaktion für lange Zeit bleiben. Erst in der 31. Minute gibt's die nächste Schusschance für den Sportclub. Das Spiel umkämpft. Teilweise zerfahren Yannick Engelhardt, zu zentral, deshalb keinerlei Problem für den erfahrenen Fesic. In der 33. Minute Eckball Braunschweig. Schlüter, 29 Jahre alt, kam über Hamburg, St. Pauli und Cottbus zu Eintracht Braunschweig. Und in der Mitte ist Robin Krause. Erste Chance, Braunschweig, erstes Tor. Die Eintracht führt. Krause, Neuzugang aus Ingolstadt. Uphoff hier chancenlos. Das ist es dann auch in einer einigermaßen ereignisarmen ersten Halbzeit. Auch in der ersten Viertelstunde der zweiten Halbzeit ist so gut wie nichts los. Braunschweig zieht sich zurück, igelt sich ein. Das ist Kehrer, eingewechselt, genauso wie Vermey und Fugger. Emilio Kehrer, der 19-Jährige, mit diesem Versuch in der 61. Minute. Auch Braunschweig hält sich mit Offensivaktionen sehr zurück. Erst 10 Minuten vor dem Ende. Der erste Annäherungsversuch der Norddeutschen. Uphoff. Selten geprüft, passt hier auf. Schuss kam vom eingewechselten Peña Zauner. Der Sportclub heute aber insgesamt eher enttäuschend. Am Ende siegt Eintracht Braunschweig beim SC Freiburg mit 1:0. Vielen Dank an alle.